Primfaktorzerlegung. Und Primfaktorzerlegung kürzen wir mit PFZ ab. PFZ, Primfaktorzerlegung. Weil das so ein langes Wort ist, das wollen wir nicht immer schreiben. Sei n Element der natürlichen Zahlen ohne die 1. Immer dann, wenn es um Primfaktorzerlegung geht, lässt man die 1 weg. Die 1 ist sich selbst Zerlegung, aber keine Primfaktorzerlegung, weil die 1 ja keine Primzahl ist. Die 1 ist einfach ein Sonderfall der natürlichen Zahlen, die lässt man weg. Die betrachtet man dabei nicht. Und die 0 sowieso. Die 0 ist auch ein Sonderfall, die 0 wird durch alle Zahlen geteilt. Auch ein Sonderfall, lässt man auch weg. Wir betrachten also alle Zahlen größer gleich 2. Sei n Element n ohne die 1. Ohne die 0 müssen wir nicht sagen, weil hier keine 0 im Index steht, ne? Wenn Pi aus den Primzahlen existieren mit n ist gleich P1 mal P2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal Pn, machen wir nicht n, Pk, dann heißt dieses Produkt, nein, wer hat gerade nein geschrien, doch, dann heißt dieses Produkt Primfaktorzerlegung. Also, wenn ich natürlich eine Zahl habe und ich kann die multiplikativ als Produkt darstellen von Primfaktoren, dann heißt dieses Produkt Primfaktorzerlegung. Ich habe die natürliche Zahl in Primfaktoren zerlegt und Primfaktor heißt, dass die miteinander multipliziert werden. Nicht addiert, das wird manchmal auch falsch gemacht. Ja? Primfaktorzerlegung. Okay. Jetzt müssen wir noch einen Sonderfall unterscheiden, nämlich wenn n eine Primzahl ist, wenn n Element P ist, dann heißt n PFZ von n. Also wenn n eine Primzahl ist, dann können wir es nicht in ein Produkt von Primzahlen zerlegen, weil sie ist selbst Primzahl. Dann kann man nicht von Produkt sprechen, aber dann sagen wir einfach, dann ist sie selbst sich Primfaktorzerlegung. So, Beispiel brauchen wir jetzt mal. Nehmen wir mal die Zahl 120. Wie können wir die Primfaktorzerlegung der 120 bestimmen? Die Kreide verloren. Wie können wir die Primfaktorzerlegung der 120 bestimmen? Was meinen Sie? Haben Sie eine Idee? Ja. Hasse-Diagramm zeichnen. Ja, Hasse-Diagramm, okay, Sie sind schon Advanced-Teilnehmer hier. Gute Idee, das machen wir später. Kommen später, aber gute Idee. Ja, genau, Hasse-Diagramm. Andere Idee? Ja? Genau, wir teilen mal durch die kleinste Primzahl. Was ist die kleinste Primzahl? 2. Was kommt dann raus? 2 mal 60, ne? So, wir machen mal weiter. Machen Sie mal weiter.
Was macht man jetzt? Wieder durch die kleinste Primzahl. 2 mal 2 mal 30. Warum gehen Sie jetzt auf die 3? Ja, die 2 geht ja wieder. Ja, dann nehmen wir die doch. Genau, 2 geht wieder. 2 mal 2 mal 2 mal 15. Geht jetzt noch die 2? Nein, die 2 geht nicht. Jetzt nehmen wir die nächstgrößere Primzahl und versuchen dadurch zu teilen. Nämlich, ja? Die 3, genau. Dann ist es 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5. Und 5 selbst ist eine Primzahl. Okay. Fertig. Primfaktorzerlegung. Man nimmt die, geht die Primzahlen der Reihe nach durch, teilt so lange es geht und wenn eine nicht mehr geht, nimmt man die nächstgrößere und teilt so lange durch die, solange das nicht mehr geht. So. Gibt es noch eine andere Primfaktorzerlegung der 120? Gibt es noch eine andere? Ja? Ja, kann man dann, ist es egal, ob die Reihenfolge vertauscht ist oder ist es dann immer noch dieselbe? Sehr gut. Ist es egal, ob die Reihenfolge vertauscht ist oder nicht? Bei der Primfaktorzerlegung gehen wir mal davon aus, die Reihenfolge, wenn ich die Reihenfolge ändere, ist immer noch die gleiche Primfaktorzerlegung. Ja, weil die Multiplikation kommutativ ist, kann ich es ja beliebig tauschen. Das heißt, wenn ich jetzt eine, zwei nehmen würde, da hinten hinschreiben, wäre das immer noch dieselbe Primfaktorzerlegung. Gibt es aber noch eine komplett andere? Nein, weil es die kleinsten Möglichkeiten sind. Vielleicht gibt es größere. Ja, man soll die kleinste Möglichkeit rausfinden. Das bedeutet, man findet auf jeden Fall mal eine Primfaktorzerlegung. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere. Eine größere. Ja? Kann da ja nicht mehr daraus resultieren. Ich meine, wenn jetzt noch 1 drin wäre und dann noch irgendeine andere Zahl, dann würde es, das geht nicht. Das geht nicht irgendwie, ne? Also ich meine, wenn ich 2 mal 2 bin, das ist 4. 4 ist keine Primzahl. Wenn ich 2 mal 2 bin, ist 4, genau. Aber vielleicht ist die 120 auch sowas wie 11 mal 13. Oder ja, vielleicht können wir irgendwie zwei ganz andere Primzahlen nehmen und die 120 dadurch teilen. Ja? Ja, man kann zum Beispiel noch 3, 4, 5 und 6 und dann geht jetzt mit 2 und 3. Ach so, dann machen wir mal das, oder? Hier, gehen wir mal hier, machen wir hier mal eine Abzweigung. 2 mal 2 mal 30, das ist gleich, was haben Sie gesagt? 2 mal 2 mal 5 mal 6, ne? Ja. 5 mal 6 und dann? Und dann geht jetzt mit 2 mal 3. Bitte? Wer hat's gesagt? Das ist genau dasselbe, ne? Das ist die gleiche Primfaktorzerlegung. Gleiche Faktoren. Also ich verrate es Ihnen. Es gibt für jede natürliche Zahl größer gleich 2 exakt eine Primfaktorzerlegung. Und genau das ist der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie.